Charakter gehabt. Hätte er es nicht schwarz auf weiß, so würde der Christian Miesters wahrscheinlich immer noch nicht glauben. Der Jeprieger hat von der Nachwuchsakademie vom weltbekannten englischen Verein Manchester City eine Einladung zum Probetraining bekommen. Wenn das Telefon vor etwa 4 Wochen kam, habe ich am Anfang gar nicht richtig glauben. Und je länger das ging, je länger das der Tag ging, ja, desto begeisterter war ich, habe ich es einfach realisiert. Und so. Ja, das ist schon der Hammer, muss ich sagen. Weil es ist ja nicht nur für ein, zwei Trainings oder so, es ist eigentlich ein ganzer Monat, wo ich ausgehen kann. Und da muss ich sagen, das macht mich schon ein bisschen stolz, ja. Ganz ähnlich ist die Stimmungslage auch beim Rest von der Familie Miesch. Also ich war zuerst überrascht gewesen, dass überhaupt das Aufgebot ist gekommen. Und Christian am Training mal am Abend ist heimgekommen und von Strahlen immer gewusst hat, was schauen. Und wir das mitbekommen haben, dass er da auf Manchester City gehen kann, dass sie da aufgeboten haben. Das war mal eine riesige Freude. Entdeckt hat Manchester City den Sportmittelschüler per Zufall bei einem U18-Match vom FC City zu Baren. Im Leben des 17-Jährigen dreht sich fast alles um den Sport. Praktisch täglich pendelt er zwischen Brieg und Sitte, daheim waren die Wohnung und sogar die Garage zum Trainieren zweckentfremdet. Auf die Frage nach dem sportlichen Vorbild müsste der Goalie nicht lange studieren. Um Gott beim Thema zu bleiben, vielleicht der Joe Hart, finde ich einen geilen Goalie. Und ich versuche auch so viele Matches möglich von ihm zu schauen. Und ja, er ist ein lustiger Typ, nicht nur, nicht nur im Goal, sondern auch das, was man auf den Videos sieht, im YouTube und so, abgesehen vom Platz, ist auch ein lustiger Typ. Und darum finde ich den, kann man als Vorbild bezeichnen von mir, ja. Ich gebe alles dafür, den zu sehen. Aber ja, wenn es dir einen Gitter gibt, dann packe ich meine Chance natürlich packen und kann dann mal ganz alles sagen. Aber natürlich geht der Miesch hauptsächlich auf England für zu trainieren und sich hier von seiner besten Seite zu präsentieren. Ich bin schon richtig heiß auf die neuen Trainingsmethoden, vielleicht auf die Leute kennenzulernen, auf die Art, wie sie trainieren. Zu den sportlichen Zielen, das ist natürlich nicht einfach zu sagen, weil sie haben in der U18 den englischen Nationalgoalie. Der walisische Nationalgoalie als zweiter Goalie, und das ist natürlich unglaublich schwer. Gestartet ist das Abenteuer Manchester City für den Christian Miesch am Sonntag. Und auch falls sich der Nachwuchsgoalie zu England nicht selten durchsetzen, eine unvergessliche Erfahrung wird es auf jeden Fall.